Deutschland und Europa befinden sich derzeit in der schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Diese globale Krise bedarf grenzüberschreitenden Handelns. Europa hat sehr schnell reagiert und mehr Transparenz, mehr Kontrolle, Aufsicht gefordert, indem sich gleich zu Beginn der Krise die EU für die Regulierung von Risikofonds, Ratingagenturen, zum Beispiel auch die Austrocknung von Steueroasen sowie die Beschneidung von Managergehältern ausgesprochen hat. Die Europäische Union hat von Anfang an eine Vorreiterrolle auch international übernommen und auch bei den Weltfinanzgipfeln in Washington, in London und kürzlich in Pittsburgh ihre Handschrift hinterlassen. In Pittsburgh einigen sich die Staats- und Regierungschefs, dass neue Regeln zur Verbesserung und Erhöhung des Eigenkapitals bis 2010 beschlossen werden sollen und bis 2012 auch eingeführt werden sollen. Zudem wurden konkrete Regeln für Vergütungssysteme vereinbart, die ohne Verzögerung eingeführt werden sollen. Die Managerboni sollen nicht mehr über mehrere Jahre garantiert werden können, sondern an den langfristigen, an den nachhaltigen Erfolg. Das ist ganz, ganz wichtig, des Unternehmens gebunden werden und in einem vorgegebenen Verhältnis zu den Gewinnen eines Unternehmens auch stehen. Durch eine Veröffentlichung sollen sie zudem transparenter gemacht werden, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Ergebnisse des Gipfels und das Abschlussstatement der Staats- und Regierungschefs der G20 spiegeln den Einfluss der Europäischen Union wider und verdeutlichen, dass die Reformbemühungen der Europäischen Union global nicht alleine stehen. Derzeit gibt es eine Reihe aktueller europäischer Initiativen zur Bekämpfung der Wirtschafts- und Finanzkrise. Am 30. April 2009 veröffentlichte die Europäische Kommission die Richtlinie zur Regulierung von Managern alternativer Investmentfonds. Ziel der Kommission ist es, die systemischen Risiken im Finanzmarkt zu beaufsichtigen und zugleich alternative Investmentfonds, also insbesondere Hedgefonds, Private Equity Fonds, offene Immobilienfonds und Spezialfonds zu reglementieren. Heute findet genau zu diesem Thema ein Hearing statt. Die Besonderheit der Richtlinie ist es, dass nicht die Fonds, sondern deren Verwaltungsgesellschaften reguliert werden. Der Richtlinienvorschlag beinhaltet, dass alle in der Gemeinschaft niedergelassenen und tätigen Verwalter von alternativen Investmentfonds zugelassen und beaufsichtigt werden müssen. Ein ganz wichtiger Punkt. Der Richtlinienvorschlag sieht außerdem vor, dass die Verwalter nach Erlangung der Zulassung ihre Fonds an professionelle Anleger in der gesamten EU vertreiben dürfen. Am 15. Oktober konstituierte sich außerdem ein Sonderausschuss des Europäischen Parlaments als Reaktion auf die Wirtschafts- und Finanzkrise. Der 45 Mitglieder zählende Ausschuss wird eine Ursachenanalyse der Krise vornehmen und einen Empfehlungskatalog verfassen. Die Ausschussmitglieder sind sich einig, dass eine europaweit einheitliche Finanzaufsicht ins Leben gerufen werden muss. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Bereits am 23. September hatte die Kommission Vorschläge zu einem neuen Finanzüberwachungssystem gemacht. Auch schon ganz konkrete Vorschläge, an denen wir arbeiten. Der neue Aufsichtsrahmen besteht aus zwei Säulen: dem Europäischen Rat für Systemrisiken und dem Europäischen Finanzaufsichtssystem. Der Europäische Rat für Systemrisiken dient zur Überwachung und Bewertung der potenziellen Risiken für die Finanzmarktstabilität. Seine Aufgaben sind die Frühwarnung und das Aussprechen von Empfehlungen zur Eindämmung potenzieller Risiken. Beim Europäischen Finanzaufsichtssystem handelt es sich um ein Netz der nationalen Finanzaufsichtsbehörden, die mit den europäischen Aufsichtsbehörden, die aus den bestehenden Ausschüssen für das Bankwesen, den Wertpapierhandel sowie das Versicherungswesen und die betriebliche Altersvorsorge hervorgehen sollen, zusammenarbeiten. Also wichtig ist, nationale Aufsichtsbehörden arbeiten mit europäischen zusammen und geplant sind eine europäische Bankaufsichtsbehörde mit Sitz
in London eine Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung mit Sitz in Frankfurt jeweils und eine europäische Wertpapieraufsichtsbehörde mit Sitz in Paris. Schon im Februar hatte der Rat die Änderungen bezüglich der Einlagensicherung angenommen. Im Falle einer Bankenpleite werden außerdem Spareinlagen 2009 bis 50.000 Euro sicher sein. Also ab dem Jahr 2009 bis 50.000 Euro. Und ab 2010 wird diese Summe auch noch auf 100.000 Euro angenommen. Somit signalisiert die EU auch den Sparern, ihre Spareinlagen sind auch in der Finanzmarktkrise sicher. Und das ist, denke ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Signal. Sie sehen, es gibt viele Initiativen bezüglich der Wirtschaftsfinanzkrise, bezüglich der Regulierung der verschiedenen Fonds und natürlich auch der Aufsicht. Die Europäische Union zeigt, dass sie handlungsfähig ist. Die Europäische Union zeigt, dass sie die Lösung für solche grenzüberschreitende Probleme darstellt. Und wir können, auch nur wir, können diese Probleme auf internationaler Ebene lösen und können diese Lösungen auch international letztendlich durchsetzen. Also auch die Finanzkrise ist ein Beispiel dafür, dass die Europäische Union hier eine ganz, ganz wichtige Aufgabe hat. Vielen Dank.